Liebe Zuseher, hallo und herzlich willkommen zu Kanal 3 Mürztal. Schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder eingeschaltet haben. Welche spannenden und informativen Themen wir für Sie vorbereitet haben, das zeigen wir Ihnen wie gewohnt in unserer Themenübersicht. Erstes Natureis Stockschießen in Trofeiach. ÖBB Nahverkehr in Kärnten und der Steiermark. Und in unserem Interview der Woche Barbara Steinkellner vom Verein Mission Hoffnung. Eisstocksport bzw. Stocksport gehört zu den Sportarten, die vermehrt im Alpenraum verbreitet sind und eine gewisse Ähnlichkeit mit Curling haben. Auch vergangenes Wochenende wurde fleißig geschossen, und zwar in Trofeiach. Mit viel Schwung und Euphorie starteten vergangenes Wochenende insgesamt 9 Eisstock-begeisterte Mannschaften in das Finale der ersten Trofeiacher Natureisstockmeisterschaft. Austragungsort dieses sportlichen Ereignisses war die FC-Eisbahn beim Trofeiacher Stadion. Die Mannschaften, die aus jeweils 6 Personen bestanden, waren aus allen Stadtteilen gekommen, um gemeinsam auf der einzigen Eisbahn im Bezirk um den Sieg zu schießen. Als Preise gab es viele Medaillen und einen gewaltigen Pokal für die Sieger. Besonders an der Meisterschaft war, dass ausschließlich steirische Natureisstöcke erlaubt waren und das Tauschen untereinander strikt verboten war. Doch nicht nur die Natureisstöcke, sondern auch die Natureisbahn machten diesen frostigen Event erst zu einer wahrhaften Natureisstockmeisterschaft. Unter eisig optimalen Verhältnissen zeigten alle Teilnehmer ihr Bestes und waren von der Meisterschaft hellauf begeistert. Danke! Also ich muss sagen, meine letzte Fahrt mit der Bahn liegt ja schon einige Zeit zurück. Aber gerade im Nahverkehr der ÖBB hat sich in Kärnten und Steiermark einiges getan. Was genau, das sehen Sie im folgenden Beitrag. Spital an der Drau, 7 Uhr früh. Silvia Sommerecker ist auf dem Weg zur Arbeit. Allerdings nicht mit dem Auto, denn das bleibt hier am Bahnhof stehen. Hallo, guten Morgen, grüß euch. Für Frau Sommerecker geht's nach Klagenfurt. Sie arbeitet dort im Büro bei der Postbus GmbH. Den Weg zur Arbeit, den legt sie dann natürlich auch öffentlich zurück, mit der Bahn. Sie ist eine von 40.000 Pendlern, die täglich in Kärnten mit dem Zug unterwegs sind. Gründe dafür gibt es viele. Mit dem Auto ist es zu teuer, einfach jeden Tag zu fahren. Da ist der Zug einfach billiger. Und es ist auch, ganz ehrlich, es ist ganz nett oft, man lernt einen Haufen Leute kennen, man plaudert, und das kann man natürlich im Auto nicht. Und auch bei den Fahrzeiten kann die Bahn mit dem Auto mithalten, vor allem von Zentrum zu Zentrum, sagt Christoph Posch, Sprecher der ÖBB in Kärnten und der Steiermark. Wenn man mit dem Auto zwischen Villach und Klagenfurt fährt, braucht man in etwa 35 bis 40 Minuten. Mit dem schnellsten Zug von Villach nach Klagenfurt fährt man 20 Minuten. Das heißt, man hat noch sogar noch Zeit, einen Kaffee trinken zu gehen. Beim Nahverkehr im Süden Österreichs hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. In den Jahren 2007 und 2008 wurde in Kärnten und der Steiermark die S-Bahn eingeführt. Das hat ein Plus von 40-60% bei den Passagieren gebracht. Und so sieht das Nahverkehrsnetz in Kärnten im Überblick aus. Auf der wichtigsten Route ist die S1 unterwegs. Sie verbindet Spital, Villach, Klagenfurt und St. Veit und reicht bis nach Friesach. Auf der Hauptachse fährt sie im Halbstundentakt, dem sogenannten Kärntentakt. Die S2 verbindet St. Veit über Feldkirch mit Villach und führt dann weiter ins Rosental. Und die S3 bietet eine direkte Verbindung von Klagenfurt nach Maria Rhein. Ab 2016 auch nach Völkermarkt Künsdorf. Für Nachtschwärmer hat man die sogenannte Nightline eingerichtet. Wir fahren da mit 3 Nahverkehrszügen nach 24 Uhr zwischen Villach und Klagenfurt und Villach St. Veit, beziehungsweise Villach und Spital. Und neu wird es nächstes Jahr geben, die S2 Nightline. Wir werden da dann am Osiachersee, auf der Osiachersee-Strecke ebenfalls Nachtzüge anbieten. Wir werfen einen Blick in die Steiermark. Hier führen alle Wege nach Graz. Insgesamt 9 S-Bahn-Linien verlaufen sternförmig auf die Landeshauptstadt zu. Aus Brugg an der Mur, aus Fähring im Osten, aus Bad Radgersburg oder Deutschlandsberg kommt man hier zum nagelneuen Grazer Hauptbahnhof, der nächstes Jahr fertiggestellt werden soll.
Die Züge fahren dabei zumindest im Stundentakt, in den Hauptverkehrszeiten sogar alle 30 oder alle 15 Minuten. Knoten Graz ist auch eine neue Nahverkehrsdrehscheibe mit der direkten Anbindung an die Straßenbahn. Da fahren alle 2-3 Minuten auch Straßenbahnen rein. Also wir haben ein komplett vertaktetes System. In Zukunft kommt dabei ein völlig neuer Zugtyp zum Einsatz. 18 Garnituren des Modells D-Zero, der sogenannte Cityjet, erklärt Klaus Gastenauer, ÖBB-Nahverkehrsleiter. Der wird in erster Linie mehr Platz bieten. Er wird sehr komfortable Sitze haben. Er wird Steckdosen, Leseleuchten haben, selbstverständlich. Große Monitoranzeigen mit Echtzeitinformation. Zurück in Kärnten. Sommeregger ist in der Zwischenzeit am Bahnhof in Klagenfurt angekommen. Auf sie wartet heute noch ein langer Arbeitstag. Sie sitzt aber trotzdem entspannt. So, ciao, pfiat euch, schönen Tag noch. Woche für Woche treffen wir interessante Persönlichkeiten aus unserer Region. Diesmal stand uns Barbara Steinkellner Rede und Antwort in unserem Interview der Woche. Unser heutiges Interview der Woche hat uns nach Zeltweg, genauer gesagt zum Hubertushof, geführt. Ich begrüße sehr herzlich die Geschäftsführerin des Vereins Mission Hoffnung, Barbara Steinkellner. Liebe Barbara, danke, dass du heute die Zeit für unser Gespräch gefunden hast. Sehr gerne, danke auch für die Einladung. Barbara, helfen steht ja bei dir quasi am Tagesprogramm, wenn man das so sagen darf, mit der Mission Hoffnung, die ja im Jahr 2007 in Wien gegründet wurde. Kannst du uns mal erzählen, was genau verbirgt sich hinter der Mission Hoffnung? Hinter der Mission Hoffnung stehen inzwischen sehr viele Leute, also es werden immer mehr. Es ist so, wir sind ein Verein, der eben notleidende Kinder in Österreich unterstützt. Mhm. Wir haben hauptsächlich Menschen aus der Wirtschaft, also und von anderen Vereinen, die uns unterstützen, also hauptsächlich Gewerbetreibende, die alle selber im Berufsleben stehen. Es ist bei uns so, dass alle ehrenamtlich mitarbeiten. Das heißt, jeder, das ist das Motto, jeder macht, was er kann. Das heißt, es ist jetzt nicht so fix verteilt von den Aufgaben her, sondern es kommen einfach Leute mit Ideen, die sagen, das könnte man machen oder das könnte man machen. Und insofern schaffen wir es dann immer wieder, eben Gelder zu lukrieren, um die Kinder zu unterstützen. Jetzt bist du ja eigentlich aus Wohnsdorf, lebst aber, glaube ich, seit 2011 in Wien und bist eben schon, wie gesagt, die Geschäftsführerin dieses Vereins. Was hat dich jetzt zur Mission Hoffnung geführt? Denn eigentlich bist du ja gelernte Kindergartenpädagogin, oder? Ja, so ist es. Ja. Also die Geschichte ist ein bisschen länger. Also im Endeffekt bin ich 2011 nach Wien gegangen mit dem Plan zu studieren, also Sprachwissenschaft und eben im Fokus auf Dolmetschen. Da bin ich dann nach einer gewissen Zeit draufgekommen, dass das nicht so meins ist. Okay. Habe aber in der Zwischenzeit angefangen, bei der Firma Business Data Consulting zu arbeiten. Das ist eine Werbeagentur und Verlag, die unter anderem zum Beispiel das Projekt Hefte helfen machen, also Schulhefte vertreiben und dergleichen. Und mein Chef ist auch der Gründer und der Präsident der Mission Hoffnung. Mhm. Der hat eben den Verein gegründet, weil er gesagt hat, ja, er möchte einfach wissen, wo das Geld hingeht. Er möchte einfach einen Beitrag leisten, weil es im Prinzip der Firma recht gut geht, wir tolle Sachen machen und dann sagt er, möchte einfach was weitergeben. Mhm. Und dann war das so, ich habe dann immer wieder mich natürlich auch engagiert im Rahmen meiner Arbeit. Also ich bin dort tätig als im Marketing und Kommunikation, eben seit 2011. Mhm. Das hat mir dann alles ganz gut gefallen. Dann im Vorjahr, im Jänner, ist die damalige Geschäftsführerin von der Mission Hoffnung ist nach Graz gesiedelt, der Liebe wegen. Mhm. Und das ist natürlich dann schwierig, von Graz aus einen Verein in Wien zu führen. Deswegen ist sie dann von der Stelle zurückgetreten. Und da ich mich eben, wie gesagt, vorher schon im Rahmen meiner Arbeit in der Firma engagiert habe, ist dann eben die Frage aufgetaucht, ob ich nicht den Verein weiter übernehmen möchte und eben die Geschäftsführung machen möchte. Mhm. Okay, so. Das heißt, wie genau schaut jetzt eigentlich die Arbeit von Mission Hoffnung aus? Wie funktioniert das? Wie werden die Kinder ausgewählt und wie lange dauert es dann, bis sie dann unterstützt werden? Und vor allem, wie werden sie unterstützt? Was wird bezahlt? Mhm. Also bei uns ist es generell so, es kommen von verschiedenen Richtungen, sage ich mal, die Kinder. Es sind viele Private, die uns anschreiben, die eben von uns gehört haben, was wir machen, weil prinzipiell ist so, wir unterstützen zum Beispiel
Kinder, die schwer krank und behindert sind. Da gibt es so mobile Krankenschwestern, die zu den Kindern nach Hause fahren und den Eltern halt bei der Pflege helfen, damit die Kinder wirklich zu Hause bleiben können und nicht zum Beispiel in ein Pflegeheim müssen oder ständig im Krankenhaus sein. Da ist aber so, dass ein Selbstbehalt zu zahlen ist. Also ein Großteil zahlt eh die Kasse und für viele ist das aber der Selbstbehalt nicht leistbar und für die Familien übernehmen wir das dann. Da arbeiten wir eben zum Beispiel mit den mobilen Krankenschwestern direkt zusammen, die dann an uns herantreten und sagen, ja, wir hätten da wieder Familie, die könnte Unterstützung brauchen, weil das sonst leider nicht möglich wäre. Mhm. Dann gibt es noch viele Private, die zum Beispiel eben ein schwerstkrankes oder behindertes Kind zu Hause haben, die sagen, wir brauchen irgendeine spezielle Anschaffung, weil so ein Pflegebett oder ein Spezialfahrrad für ein Kind, das jetzt nicht auf einem normalen Rad fahren kann, kostet gleich mal 2.500, 3.000 Euro und das ist dann natürlich nicht so einfach finanzierbar, zumal viele Eltern ja meistens nur, wenn noch beide Elternteile zusammen sind, da sind, ist meistens ein Elternteil zu Hause, weil die Pflege der Kinder sehr, sehr intensiv ist. Mhm. Und ja, das sind eigentlich die Hauptsachen. Und auch arbeiten wir zusammen mit Emotion zum Beispiel. Die machen so eine Ekotherapie, das ist eine Therapie mit Pferden, auch für behinderte und kranke Kinder. Und die kommen auch auf uns zu, wenn sie eben Familien haben, die sich die Therapie nicht leisten können, weil die Ekotherapie wird zum Beispiel von der Kasse nicht übernommen. Mhm. Also das ist wirklich, sind so Spezialfälle, wo halt dann die finanzielle Lage der Eltern das nicht zulässt, dass sie es selber übernehmen, wo es aber wirklich notwendig ist, weil es den Kindern viel bringt. Ja. Also auch Kinder mit zerebralen Störungen und so weiter, die es einfach von den Tieren sehr viel bekommen. Mhm. Es ist ja auf der einen Seite das schlimme Schicksal, das die Kinder erleben, aber auf der anderen Seite auch sehr schön, denn man weiß, man kann auch wirklich helfen, oder? So ist es, ja. Ein spezielles Erlebnis haben wir im Vorjahr gehabt. Da haben wir eben, ich habe gerade angesprochen, die Ekotherapie. Da haben wir 3 Kindern ermöglicht, zu den Special Olympics zu fahren. Die haben daran teilgenommen und die haben 6 Medaillen nach Hause gebracht. Also das war einfach das Erfolgserlebnis schlechthin. Ja. Und natürlich freut man sich bei allen, wenn man einfach ein bisschen eine Erleichterung geben kann, weil die eben sehr viel mitmachen, die Kinder und die ganze Familie im Endeffekt. Du hast gesagt, sind es Gewerbetreibende, die Mission Hoffnung unterstützen. Natürlich seid ihr auch, glaube ich, auf Spenden angewiesen. Da gibt es ja auch, jetzt hat es ein tolles Benefizkonzert zum Beispiel auch in Jürnberg gegeben, zugunsten der Mission Hoffnung. Wie ist da die Resonanz von diesem Konzert? Sehr gut. Also wir haben sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, freuen wir uns natürlich sehr drüber. Was für uns, ich muss ganz ehrlich gestehen, der Hauptteil ist, es ist auch ein schöner Betrag zusammengekommen. Also ich habe so nicht die ganze Kalkulation, aber es dürften zwischen 15.000 und 20.000 Euro übrig geblieben sein, die man wirklich eins zu eins an die Kinder weitergeben kann und eben damit unterstützen kann. Mhm. Also freuen wir uns, ja. Genau. Wenn jetzt die Zuseher Interesse haben und die Mission Hoffnung unterstützen möchten, wo gibt es denn die Möglichkeit, wo bekommt man denn Infos darüber? Am einfachsten ist es wahrscheinlich, wenn man direkt auf unsere Homepage schaut. Mhm. Das ist www.missionhoffnung.org. Mhm. Das sind unsere Kontaktdaten, da findet man Infos über unsere Kinder, die wir schon unterstützt haben. Da gibt es immer aktuelle Berichte, auch über aktuelle Projekte, weil wir machen natürlich viele Dinge, um Spenden zu lukrieren. Da ist es oft, wir haben zum Beispiel eine Drohnensammlung, wo man einfach mit leeren Druckerpatronen schon helfen kann. Also wo man sagt, wenn man jetzt nicht so viel finanzielle Mittel hat. Genau, dann kann man zum Beispiel mit dem helfen, dass man es nicht in den Restmüll schmeißt, sondern für uns sammelt und dann kriegen wir von der Recyclingfirma einen Beitrag. Also wie gesagt, am besten auf der Homepage nachschauen, sind auch alle unsere Kontaktdaten, auch ein Antragsformular für Familien, die Unterstützung benötigen. Und also es gibt Möglichkeiten, um zu helfen. Genau. Okay, natürlich möchten wir dich in diesem Interview auch als Privatperson ein bisschen näher kennenlernen. Jetzt bist du sehr engagiert, du bist sehr sozial. Ich glaube, das sind wesentliche Eigenschaften, die dich auszeichnen. Was glaubst du, schätzen deine Freunde sonst noch an dir? Ich glaube, meinen Humor. Also ich bin schon eher ein Mensch, der Gemütlichkeit schätzt und im Rahmen von oder im Kreise Freunde und Familie sehr gerne Zeit verbringt. Mhm. Musikalisch bin ich nicht so, muss ich zugeben. Aber ich glaube, ich bin auch ein verlässlicher Mensch, also auf den man sich verlassen kann, also egal in welcher Lebenslage. Und ich glaube, das ist das, das meine Freunde schätzen, wie du gefragt hast. Okay, jetzt kommst du aus dem Murtal, lebst aber in Wien. Wie wichtig ist denn Heimat für dich? Schon sehr wichtig. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder herkomme, wenn ich zum Beispiel ein Wochenende hier verbringen darf.
Momentan ist es nur ein bisschen rar gesät, da ich eben berufsbegleitend noch ein Studium mache und daher dann Freitag, Samstag oft auf der Uni sitze und dann kann man leider nicht so oft heimfahren, aber zum Beispiel zu Weihnachten war es mir möglich, wieder eine ganze Woche da zu verbringen und da freut man sich einfach, wenn man die Leute wieder sieht, die alle trifft und halt mit Zeit mit Familie und Freunden hauptsächlich verbringt. Jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Es bleibt noch der Kanal 3 Fragebogen, den ich dich bitte mir zu vervollständigen. Ein guter Tag beginnt für mich mit einem Lächeln. Glücklich bin ich, wenn? Zum Beispiel glücklich bin ich, wenn ich einem Kind einen Wunsch erfüllen kann, oder? An meiner Arbeit bei Mission Hoffnung mag ich ganz besonders? Dass man wirklich weiß, wo das hingeht, dass man wirklich das Gefühl hat, man kann selber auch was dazu beitragen. Man kann nicht die Welt verbessern oder man kann sie ein Stück weit verbessern, aber im Endeffekt, man kann nicht allen helfen, aber es ist schön zu wissen, dass man zumindest gewissen Menschen helfen kann. Und für meine Zukunft wünsche ich mir? Ja, dass es so weitergeht wie bisher, weil eigentlich bin ich mit meinem Leben, so wie es momentan ist, sehr zufrieden. Das hört man sehr gerne. Das wünschen auch wir dir. Sagen viel Erfolg weiterhin und danke fürs Interview. Danke auch. Immer einen Hit voraus. Antenne. Sie suchen schnelles Internet? Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Egal ob Fiverr Speed 20, 40, 60 oder 100. Alle Produkte gibt es jetzt um nur 9,90 Euro pro Monat. All das gibt's bei iNet, das schnellste Internet im Eichfeld. Gemeinsam stark mit Regional-TV näher dran an ganz Österreich. 9 Bundesländer, 9 Sender, ein gemeinsames Dach. R9 vereint die erfolgreichsten Regionalsender Österreichs. Mehr Reichweite in Rot-Weiß-Rot. R9, regionales Fernsehen Österreich. Unser umfangreiches Angebot umfasst Fenster, Innen- und Außentüren, Garagentore, Fensterbänke, Sonnenschutz und alle Montagearbeiten. Bei uns haben Sie die Möglichkeit, Produkte in herausragender Qualität verbunden mit neuesten Innovationen zu besichtigen. Aufgrund jahrzehntelangen Erfahrungen kennen wir alle Details, die es bei Fenster und Türen zu beachten gibt. Egal, ob Sie einen Neubau planen oder ein Haus sanieren. Gustav Friesenbichler und sein Team beraten Sie gerne. Friesenbichler. Nur mehr knapp 2 Wochen trennen uns vom Höhepunkt des Faschings 2015 in Leoben. Der größte Faschingsumzug der Obersteiermark geht am Faschingdienstag, den 17. Februar, in Szene und wird von der Faschingsgilde Leoben organisiert. Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von fast 10.000 Euro winken für die originellsten Masken. Deshalb der Aufruf an alle: Anmelden, mitmachen und gewinnen beim großen Leobener Faschingsumzug am Faschingdienstag, dem 17. Februar 2015. Informationen auf www.faschingsgilde-leoben.at.
Langsam konnte Jule ruhig atmen. Die großen Granitfelsbrocken der Blockheide, das Grün der bemoosten Steine im sonnendurchfluteten Wald, das Gehen und die geduldige Begleiterin taten ihr gut. Mit 15 stellt Julia das Sprechen in der Familie ein. Der Grund? Der Missbrauch durch ihren Bruder. Nur bei ihrer Lehrerin Tilla findet sie Unterstützung. Mit 20 verlässt Julia das Elternhaus, studiert in Wien und lernt in einer Therapiegruppe Ernst kennen, indem sie ihren Wahlgroßvater findet. Er bittet Julia, stellvertretend für ihn, seine erträumte Lateinamerika-Reise zu machen. Diese erweckt ihr politisches Bewusstsein und ihre erste Liebe. Kann Julia ihr Kindheitstrauma überwinden? Diese und viele andere Fragen beschäftigten die Zuhörer nach der Buchpräsentation und Lesung im Museumscenter Leoben von »Wann reißt der Himmel auf?«, ein Roman von Louis Stabbauer. Untermalt wurde das Ganze von eindrucksvollen Bildern, die auf der Südamerika-Reise durch Martinique, Argentinien, Chile, Peru, Bolivien und El Salvador entstanden sind, die Stabbauer tatsächlich selbst teils auch als Recherche unternommen hatte. Ganze 10 Wochen war er unterwegs. Louis Stabbauer ist Schriftsteller und Berater, lebt in Wien und in Sewalchen am Attersee. Er beschäftigt sich mit zeitgeschichtlichen Fragen, vor allem mit den solidarischen und freiheitsliebenden Menschen und Bewegungen aus Europa und Lateinamerika. Infos zur Person und zum Buch finden Sie unter www.louis-stabauer.at. Wir haben ja immer wieder über das Ballereignis des Jahres in der Steiermark berichtet. Die Rede ist natürlich vom Bauernbundball. Und Sie können nun Karten gewinnen. Schicken Sie einfach eine E-Mail an redaktion@kanal3.tv und mit ein bisschen Glück tanzen auch Sie am 66. Steirischen Bauernbundball. Das war's auch schon wieder von unserem Kanal 3 Mürztal für diese Woche. Sie haben die Sendung verpasst? Dann besuchen Sie unsere Homepage unter www.kanal3.tv. Wir sind auch auf YouTube und auf Facebook vertreten. Im Namen des gesamten Kanal 3 Teams sage ich danke fürs Mit dabei sein. Wir sehen uns hoffentlich wieder nächste Woche, wenn Sie mögen. Bis dahin, machen Sie's gut.